Bundesliga 20. Spieltag und hier kommen unsere besten Tipps dazu. Und schauen wir mal gleich, ob der beim Spiel Freitag zwischen Schalke und Wolfsburg dabei ist. Ich glaube, da brauchen wir nicht großartig drum rumreden. Schalke hat positiv überrascht, zwei Unentschieden in Folge. Mit Tore schießen hat es nicht so ganz gut funktioniert. Und jetzt gegen Wolfsburg, die ja im Pokal erst rausgeflogen sind, dann gegen Bayern verloren haben, obwohl die Expected Goals von dem Spiel hätten sie theoretisch sogar gewonnen. Ganz witzige Statistik, wobei man auch sagen muss, warum soll Bayern nach einem schnellen 3-0-Führung überhaupt noch Gas geben? Also, kurze Rede, langer Sinn, es gibt auch keinen Grund, warum Wolfsburg hier eine Zweierquote haben sollte. Und egal, wie gut Schalke gerade drauf ist mit den zwei Unentschieden in Folge, ich würde hier straight auf die Wölfe gehen und einfach mal die gewagte Prognose in den Raum werfen. Sie gewinnen mindestens die Hälfte ihrer Spiele, egal ob auswärts oder daheim, gegen den FC Schalke 04. Absolut, da stimme ich dir zu. Die Quote ist gut und wer will, kann das sogar noch ein bisschen aufpeppen mit einem Asian Handicap minus 1. Zurzeit meine absolute Lieblingswette, wenn es darum geht, dass eine Mannschaft relativ klar gewinnt, die Quote noch dazu relativ gut ist, dann doch einfach mal drauf setzen, dass die Wölfe auch mit 2 Toren Unterschied gegen Schalke gewinnen können, 2,8, weil wenn die nicht gewinnen, dann ist sowieso auch der andere Tipp hinfällig, also go large or go home ist die Devise. Und die Wölfe haben gegen Bayern 4-2 verloren. Ich habe es gesagt, das wird ein klarer Sieg für die Bayern. Und die spielen jetzt an diesem 20. Spieltag zu Hause gegen Bochum. Bochum zu Hause unter Letsch wirklich zu einer guten Mannschaft geworden, muss man sagen. Hat jetzt Hoffenheim 5-2 besiegt. Wahnsinn. Und sollte trotzdem Bayern in München nicht allzu gefährlich werden, denn sie sind ja auch nach wie vor die schlechteste Auswärtsmannschaft. Erst 7 Tore auswärts, 3 Punkte. Aber natürlich auf Bayern zu setzen, macht hier keinen Sinn und keinen Spaß. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt zu sagen, zwar haben sie 7 Tore erst geschossen, aber die Bayern, denen ist es doch scheißegal, ob sie 7-0 oder 7-1 oder 7-2 gewinnen. Treffen können die Bochumer trotzdem und da ist die Quote von 2,1 ganz okay. Auch nur, ehrlich gesagt, einfach eine Notwette, weil alles andere wenig Sinn macht. Ja, wenn du überlegst, dass sie die letzten Heimspiele gewonnen haben und wirklich fulminant gespielt haben, Berlin abgeschossen, jetzt auch Hoffenheim und trotzdem sind sie ja noch genau hinten drin und können nicht mal Luft ein bisschen atmen an der Oberfläche. Gegen Bayern auswärts wird nichts zu holen sein. Ich erwarte hier wirklich, ehrlich gesagt, beide Treffen gefällt mir nicht, weil ich persönlich erwarte eher so ein 4-0, 5-0. Ich glaube, dass Bayern mal wieder einen raushaut. Jetzt spielen sie nächste Woche auch gegen Paris und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass sie sich da schonen werden, sondern die werden jetzt eher versuchen, Vollgas in der Bundesliga Selbstvertrauen zu sammeln. Und dann schauen wir doch mal vielleicht auf die Asian Handicaps. Einfach just for fun. Ich finde, das gehört ein bisschen dazu bei dem Spiel. Dann sehen wir, dass es ein Bayern minus 2,5 ist. Ist natürlich hart. Trotzdem würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, eins von den beiden, würde ich mich in 10 von 10 Fällen auf Bayern minus 2,5 entscheiden, weil ich glaube, es geht 3 oder 4-0 aus. Vor allem witzigerweise, 2 der letzten 3 Spiele gingen 7-0 für Bayern aus, 1 in Bochum, 1 zu Hause. Aber sie haben natürlich auch das letzte Gastspiel in Bochum 4-2 verloren. Aber gut, das sind nur so Statistiken, da kann man sich aktuell nichts dafür kaufen. Mainz gegen Augsburg, Favorit mit einer 1,8er Quote. Augsburg zu Hause, zweimal in Folge 1-0 gewonnen, auswärts aber, da muss man jetzt auch die Augsburger nicht stärker reden, als sie sind, oder? Nee, denke ich auch. Und vor allem Mainz nicht schwächer, als sie sind. Sie haben jetzt im DFB-Pokal natürlich auch keine Chance gehabt. In der Liga knapp verloren, dann erst in der in den letzten Minuten das 2-1 gegen Union Berlin kassiert. Daheim holen sie eigentlich dann die Punkte oder spielen zumindest auch besser. Die Quote würde mir nicht reichen auf Mainz, eine 1,8, auch wenn ich glaube, dass sie gewinnen. Da würde ich sogar eher sagen, Value hätte x2. Es ist 50-50 Chance, ob, finde ich, Mainz gewinnt oder Augsburg einen Punkt holt. Deshalb Spieltipp 2-1 für Mainz, Wetttipp auf gar keinen Fall, weil alles irgendwie so realistisch ist.
Also wenn Mainz 1,8er Favorit ist, da kannst du ja wirklich keinen Blumentopf gewinnen. Auch hier höchstens zu sagen, beide treffen. Aber bei diesen beiden Mannschaften auf sowas zu wetten, ist doch auch irgendwo eine alberne Wette. Also das ist ein Spiel, da kannst du maximal wirklich dann noch ein direktes X machen, was man immer gerne macht, wenn man sagt, ja, das Spiel hat einfach auch keinen so richtigen Siegertipp verdient. Und dann ist es eine 4,0er Quote gar nicht schlecht eigentlich dafür. Und dann geht's weiter in Freiburg. Südderby zwischen den Stuttgartern und Freiburg. Und ich dachte immer, die Stuttgarter, die sind besser als ihr Tabellenplatz. Die müssen es nur irgendwann auf den Platz bringen. Und jetzt mit Labbadia, da wird der Knoten schon platzen. Talent haben sie, aber dann verlieren sie halt in Bremen, wo ich ihnen definitiv eine Chance eingeräumt hatte. Wie sollen die jetzt gegen Freiburg irgendwas reißen? Die haben zwar in Dortmund auf den Sack gekriegt und in Wolfsburg auf den Sack gekriegt, aber wenn jemand nach Freiburg kommt, dann kriegt derjenige normalerweise auf den Sack. Das heißt, eigentlich muss man hier auf Freiburg Asian Handicap gehen, oder? Ich merke ja schon, dass mittlerweile Asian Handicap minus 1 eins seiner Favoriten ist. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat bei Stuttgart vielleicht gedacht, dass da so eine mentale Blockade dabei war, weil sie ja letztendlich jetzt seit gut einem Vierteljahr in diesem Tabellenkeller sich befinden. Erst hat man es auf die Verletzung geschoben, dann vielleicht auf die Unerfahrenheit, dann hat vielleicht ein Trainer neue Impulse bringen sollen. Aber der schöne Bruno hat das jetzt auch nicht gemacht. Und gegen Freiburg gibt es normalerweise nichts zu holen. Nee, die Quote auf Freiburg gibt halt auch nichts her. 1,8 wäre auf beide Treffen, 1,85 wäre ein Freiburg-Sieg. Ich meine, Es das kann ist man schon eigentlich machen. Also genau. das ist Es okay, ist aber halt, nichts wir Besonderes. sehen jetzt halt Freiburg als Freiburg an, als das, was es eigentlich ist. Aber wenn du jetzt mal von außen die Tabelle anschaust, als Engländer oder Franzose und du sagst, mir scheißegal, da spielen zwei Teams gegeneinander, da tippe ich auf was, dann schaust du dir den Tabellenstand an, schaust dir vielleicht sogar noch Heim- und Auswärtstabelle an, denkst dir, natürlich Freiburg 1,8, das ist ja Value Was ohne sonst? Ende. Ja, hier die viertbeste Auswärtsmannschaft gegen die 16. beste Auswärtsmannschaft gegen die viertbeste Heimmannschaft. Und da lesen wir heraus, das ist ein klarer Sieg für die Freiburger aus der Tabelle. Wenn es immer so leicht wäre, dann müsstest du nur die Tabellenplätze vergleichen. Vergleich doch mal zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Hoffenheim und Leverkusen, das Spiel der Enttäuschungen. Jetzt gibt es noch gar keinen neuen Hoffenheim-Trainer, soweit ich weiß. Es sind ja ein paar im Gespräch, aber der André ist weg. Hat eigentlich gut zu Hoffenheim gepasst, aber seitdem Nagelsmann weg ist. Winke, winke, André. Ach so, okay, ich dachte, du weißt schon was. Aber nee, seitdem der Nagelsmann weg ist, gibt es auch keinen Trainer, der länger bei Hoffenheims aushält. Leverkusen mit Alonso kann man halten, was man von will. Die werden das schon irgendwie gewinnen, auch ein Unentschieden würde mich nicht wundern. Warum aber auf dieses Spiel wetten? Das sind zwei Teams, die formschwach sind und das macht mir Genau keinen Sinn. deswegen. Oh. Warum soll da jemand gewinnen? Wenn die formschwach sind, sind sie froh, wenn jeder irgendwie einen Punkt holt. Dann wird es ein 3,8er Unentschieden. Dass beide treffen, das weiß jeder. Deswegen gibt es nur eine 1,61. Aber weil ja auch jeder weiß, dass das Spiel 2-2 ausgeht, kannst du hier natürlich einfach aufs direkte Ergebnis tippen. Genaues Ergebnis heißt es hier. Und dann bekommst du eine durchaus lukrative Zwölferquote. Okay, kann man mit einer kleinen Einheit vielleicht mal probieren. Ansonsten schreib deinen Tipp doch in die Kommentare bei diesem Spiel. Würde es mich am meisten interessieren. Natürlich bei allen anderen auch. Und übrigens, wir verschenken hier ein Startguthaben für Betano. Wenn du da noch kein Konto hast, dann poste in die Kommentare, gib deinen besten Wetttipp ab und der beste Wetttipp mit der höchsten Quote, der richtig ist, Und wenn du auf gewinnt dann Fußball heute wetten willst, zusätzlich zu bekommst du dieser eine 20 20 Euro Euro Freiwette Freiwette bei auch noch Betano über unser den Link. kleines Dankeschön und Startguthaben. Bei Bremen gegen Dortmund, da läuten doch die Erinnerungsglocken. Alle wissen, dass das das krasseste Spiel der Saison bisher war, das Hinspiel, als
Dortmund bis zur 90. fast geführt hat, 2-0, nicht nur 1-0, und Bremen dann noch 3-2 gewonnen hat. Haben die Dortmunder jetzt hier in Bremen Ähnliches zu befürchten? Das war leider geil und ich glaube nicht. Bremen liegt voll im Soll, weiterhin jetzt auch mit dem 2-0-Sieg in Stuttgart, der war ja unendlich wichtig. Und jetzt kommen formstarke Dortmunder, die sogar Mats Hummels auf die Bank tun können. Irgendwie passt es gerade beim BVB. Und eins muss ich dir sagen, die Quote auf Dortmund ist schon saustark. Also ich finde, der BVB spielt jetzt eigentlich gerade als wie die zweit- oder drittbeste Mannschaft der Bundesliga. Bremen spielt die komplette Saison über ihren Verhältnissen. Das muss man ganz klar sagen. Das sage ich als größter Werder-Fan, der sich jede 90 Minuten zitternd am Handy oder vom Fernseher aufhält. Ich habe ja kein Sky-Abo mehr. Ist ein bisschen teuer geworden alles. Auf jeden Fall. Oh. Was? Ja, das hättest du doch gerade leisten können. Ja, schon, aber du weißt es ja, meine Eltern haben das, ich habe einen zweiten Account, die haben sich entschieden, das zu kündigen. Ich bin da genauso ein Geier wie du mit meinem Netflix-Account. Und ich verzeihe dir immer noch nicht, dass ich mich rechtfertigen musste vor meinem Sohn, wer 50 Shades of Grey angemacht hat. Aber das sind jetzt ganz andere Themen. Das war mir sehr unangenehm. Genauso unangenehm wäre es mir, wenn Dortmund hier hoch gewinnt, aber rein wetttechnisch eine 1,8er-Quote, was soll das? Also das ist ja... Das ist ja sau gut. Wenn wir schon bei der Schmutzwäsche sind, ist mir auch unangenehm, dass du ansprichst, was ich mir für Filme reinziehe. Auch wenn, ehrlich gesagt, es nicht ich war, aber über meinen Account wurde das halt angeschaut. Ich glaube, ich wurde gehackt. Also, Dortmund klar gewinnt dieses Spiel mit 1,82. Aber ich sage auch, in diesem Falle auch in Asian Handicap minus 1 eine Option. 2,35 auf die Dortmunder, die einen Lauf haben. Und Antonio, natürlich wissen wir es wieder, genau jetzt wird Dortmund das nicht gewinnen, so wie es halt schon oft war. Wenn sie einen Lauf hatten und man dann denkt, ja, da kannst du jetzt drauf wetten und dann kommt wieder sowas. Weil es ist eigentlich überfällig, dass auch Dortmund mal wieder Punkte lässt. Wie Leipzig letzte Woche bei Köln. Hätte auch nicht unbedingt sein müssen. Apropos Leipzig. Die empfangen Union Berlin. Und das Interessante daran ist, dass diese Spiele, die letzten 6 Duelle dieser beiden Mannschaften, extrem knapp waren. 4 Siege Leipzig, 4 Siege Union. Es gab nie ein Unentschieden und immer ein Tor Unterschied. Bis 2020 halt mal Leipzig mit 3-1 gewonnen hat. Aber die letzten Spiele alle sehr knapp und vor allem die letzten beiden hat Union gewonnen, die ja auch in der Tabelle vor Leipzig sind. Das muss man ja auch mal sagen. Eigentlich ist Union hier der Favorit zu Gast beim Außenseiter. Aber die Quoten pro Leipzig Value? Eigentlich schon, weil das Leipzig unter Rosé ist ein ganz anderes Leipzig. Stell dir vor, der wäre jetzt schon länger da, dann hätte Bayern echt Rückstand in der Tabelle und man hätte eine sehr, sehr spannende Liga. Hätte Fahrradkette, sagt man doch so gerne. Aber wir haben hier die heimstärkste Mannschaft mit Leipzig. Die haben noch kein Spiel zu Hause verloren. Rose hin oder her. Und auswärts die Unioner nicht so stark wie zu Hause. 4 Niederlagen, negatives Torverhältnis. Also spricht schon für die Leipziger in der Quote wegen dem Heim-Auswärts-Vergleich. Aber diese 1,75 ist mir trotzdem zu niedrig. Man muss eigentlich auf Union gehen und ihnen die Daumen drücken sowieso. Eine Fünferquote kann man mit einer kleinen Einheit, kann man das auf jeden Fall riskieren, denn dass es ein Unentschieden gibt, haben wir ja gesehen, ist ausgeschlossen bei diesem Spiel. Zumindest war es das in der Vergangenheit. Also Asian Handicap auf Union Berlin mit Double Chance, da deckst du dann dieses sehr unwahrscheinliche Unentschieden dann noch ab und hast eine 2,1er-Quote. Wenn du sagst, hey, Union, nicht Leipzig, Union wird dieses Spiel mit mindestens einem Tor Vorsprung gewinnen, dann hast du so eine hohe Quote, die ist hier nicht mal mehr aufgeführt, weil die Siegquote für Union schon 5 ist, kriegst du für Asian Handicap minus 1, wenn es irgendwer anbietet, sogar vielleicht eine 7- oder 8er-Quote. Und das wäre dann natürlich auch interessant, aber ja, ist nicht so dein Ding, ich weiß. Aber wie gesagt, ich mag es ganz gern.
Dann sind wir schon am Sonntag. Hertha empfängt Gladbach. Und Gladbach kannst du ja eigentlich auch nicht trauen in den letzten Spielen. Da denkst du, die gewinnen natürlich gegen Schalke. Jeder gewinnt gegen Schalke, aber halt Gladbach nicht. Aber gegen Hertha muss, ja, die verlieren ja jedes Spiel. Die haben die letzten 3 Spiele kein Tor geschossen. Dafür ist die Gladbach-Quote super attraktiv mit einer 2,4, weil Gladbach hat ja im Vergleich zu Hertha schon mal bewiesen, dass die Fußball spielen können. Ja, Gladbach mit einer heftigen Statistik haben noch keine 2 Spiele in Folge gewonnen. Also das ist schon verrückt. Richtiger Fluch, den sie in diesem Jahr haben. Und Hertha, ich glaube, das wird das letzte Spiel von Sandro Schwarz werden. Kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt in diesem Spiel erfolgreich sind. Vielleicht kann man sogar bei den Quoten, um ein bisschen auf Valley oder Sicherheit zu gehen, Asian Handicap 0 auf die Borussia machen, für den Fall, dass die Borussia nicht wirklich aus dem Tritt kommt. Dann hat man immer noch eine 1,75 und Hertha BSC gibt ja wirklich keinen Anlass dazu, dass man sagt, die machen jetzt einen Turnaround. Ja, das ist so eine Sure-Bet eigentlich, dieses Asian Handicap 0 auf Gladbach. Kannst du unmöglich verlieren. Ironie oft, du kannst jede Wette verlieren. Ich sag's dazu, nicht, dass jetzt ein Kommentar kommt, oh, du hast gesagt, und dann haben sie doch irgendwie aus heiterem Himmel hier dieses Spiel gewonnen. Es gibt ja Anbieter, die blockieren dich dann, wenn du eine Sure-Bet spielst. Das wäre dann ein Trick, dass Ist auch nicht erlaubt, wahrscheinlich. Also wenn du das Glück hast, da drauf wetten zu dürfen bei deinem Anbieter, dann hast du echt ein schönes Wochenende. Köln gegen Frankfurt, das letzte Spiel. Da nehmen die Quoten im Prinzip den Ausgang schon vorweg und du hast es gezeigt. Zeig's doch gern nochmal ein X für das wird nichts mit einem Sieger, weil die Kölner zwar stark sind, stärker als man vielleicht denkt, und die letzten 3 Spiele gegen Leipzig unter anderem und gegen Bayern auch nicht verloren haben. Nichtsdestotrotz gehören die Kölner auch zu diesen Mannschaften, die gegen Schalke kein Tor erzielt haben und auch gegen die nicht gewinnen konnten. Während die Frankfurter jetzt auch im DFB-Pokal weiter sind, erwartungsgemäß, auch wenn es nicht so einfach war gegen die Darmstädter und vor allem einfach auch die erfahreneren Spieler haben, die besseren Spieler haben, aber Köln hat halt einfach den Heimvorteil, Baumgart und vor allem ja den Baumgart-Effekt. Ja, und ein Unterschied, gut, sind noch in der Champions League drin, wobei das dauert noch ein bisschen, bis das Spiel ist, aber vielleicht ist es auch schon so ein bisschen langsam in den Köpfen in der Rotation. Gab ja jetzt dann doch doppelt Belastung mit DFB-Pokal und Liga. Schauen wir mal. Unentschieden, 1-1, 0-0, können beide mit leben. Und das waren unsere Tipps, die wir jetzt nochmal kurz zusammenfassen, Radek. Das beste Team der Liga verliert gegen den VfL Wolfsburg. Erster Tipp: Wölfe eine Zweierquote. Dann haben wir am Samstag ein Unentschieden zwischen Mainz und Augsburg bei einer Viererquote, eine Vierteleinheit und ab dafür. Machen wir relativ selten, dass wir auf direkte Sieger ohne alles quasi gehen. Der nächste Tipp ist aber schon wieder ein direkter Sieg von Freiburg 1,85 gegen nervöse Stuttgarter. Und ein weiteres X, Hoffenheim Leverkusen 3,8 oder exaktes Ergebnis 2:2 bei einer Zwölferquote. Wir machen es ja tatsächlich sehr selten, dass wir auf direkte Sieger gehen, aber in diesem Spiel Werder gehen wir auf die Dortmunder. Direkter Sieg 1,8. Ja, und ich dachte schon fast, die Platte hängt, aber Union Berlin traue ich eine Überraschung in Anführungszeichen bei Leipzig zu. Die Fünferquote mit einer Fünfteleinheit ist mir da das Risiko und den Spaß wert. Ja, das haben wir auch richtig abgesprochen, ne? Auf jeden Fall geht es direkt weiter mit Asian Handicap 0 auf Gladbach. Nicht, weil wir so große Sorge vor der Hertha haben, sondern bei Gladbach läuft es halt nicht. Aber Hertha ist irgendwie fast schon wie Schalke in den letzten Wochen und Monaten. Tja, und dann noch nichts zum Abschied zwischen Köln und Frankfurt bei einer 3,6. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was ist dein bester Wetttipp? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Champions League. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich beim Essen. Ciao. Ah, und im Kino. Oh.